Hallo und herzlich willkommen. Ich habe mir heute ein neues Spiel gekauft. Ja. Denn es ist Star Wars. Und ja. Das muss ich natürlich kaufen. Und es war billig. Günstig. Preiswert. Also ein gutes, passables Preis-Leistungs-Verhältnis. Genau. Genau. Und ja, das zeigen wir euch jetzt. Und ja, es ist Angry Birds. Ja, ich habe Angry Birds gekauft. Ich gebe offen zu, ich habe noch nie Angry Birds gespielt. Ich habe nicht mal wirklich zugeguckt. Ich weiß nur, dass man mit Vögeln auf Schweine werfen muss. Ja, also ich habe Angry Birds mal bei einer Freundin auf dem Laptop gespielt und mir hat es Spaß gemacht. Aber ich dachte mir, ach ja, pff, okay, muss ich jetzt nicht 10 Euro für ausgeben. Aber dann sah ich heute im Laden Angry Birds Star Wars für 5 Euro. Das musste ich mitnehmen. Ja, und nein, Alice ist kein Star Wars Nerd. Nein, ich habe auch kein Star Wars T-Shirt an, wo ein Millennium Falcon drauf ist gerade. Du hast gerade überhaupt nichts an. Verrat das doch nicht, Alice. ich habe gerade eben, weil ich es schnell installiert habe und einmal geguckt habe, ob auch alles funktioniert, habe ich schon mal den ersten Level zum Testen gemacht. Ich nicht. Ich habe dabei Saints Row 3 gespielt, was ich auch sehr günstig bekommen habe für 5 Euro und was ich eventuell demnächst auch Let's Play werde, wenn genug Leute hier drunter schreiben, Spiel Saints Row 3. Ja, ja. Also, hier sehen wir jetzt, noch nicht viel, aber die ersten beiden, ein Luke und ein Sandleute-Schweinchen. Genau die. Die werden wohl alle im Laufe des Spiels freischalten. Ja, während Finn hier neben mir stirbt, erzähle ich euch noch ein bisschen was. Bin gleich fertig. Also hier kann man Ton ausmachen. Ach du Scheiße. Und auf klein und so. Und wenn man hier sagt, ich will mir ein Video angucken, das verlinke ich euch. Da kann man ein kleines Filmchen von 3 Minuten irgendwas angucken zu dem Spiel. Ja, das ganz putzig gemacht ist. Penny kennt das auch noch nicht. Wir gucken uns das nachher an. Ja. Ich gehe jetzt erstmal auf Play. Wie ihr seht, ich habe halt schon den ersten Nabu! Gemacht. Nein, Tatooine. Ich muss dann alte Zeiten zurück. Und ich fange ganz hier vorne an und dann spielen wir direkt den ersten Level, den ich jetzt einmal gemacht habe. Aber erstmal ein kleines Video, das ist nämlich ganz süß gemacht. Bash, bash, bash. Oh, wie süß. Oh, wie putzig ist denn das? Nicht wahr? Zäpfchen. Genau. Ja, Sandleute halt. Houdini! Houdini! So, jetzt können wir hier auf den Pfeil drücken und den ersten Level anfangen. Ja. Wir sehen hier unser Sandleute-Schweinchen. Da müssen wir draufschmeißen? Genau. Okay. Und das sind unsere Lugvögelchen. Na, Lugvögelchen. Und den nehme ich jetzt. Und tschabusch! Na, das hat's ja gebracht. Eben habe ich es direkt auf Anhieb geschafft. Egal, ich habe ja noch worum mehr. Worum geht es? Man muss das Schwein treffen? Man muss oder? Das Schwein treffen. Das Schwein muss kaputt gehen. Mach den Winkel kleiner und schieß auf das Dings da unten. Genau. Na, runter, da? Runter, runter, runter. Nein, ich mache halt so. Und kaputt. Okay. Guck mal hier. Auch Schweinchen. Also im klassischen Angry Birds hat man halt auch immer Vögelchen und Schweinchen, die man abknallen muss. Und hier sind sie halt Star Warsiert. Star Warsiert? Genau. Oder Star Warsiert. Irgendwie so. Fast Star Wars. Eben hatte ich 3 Sterne, weil ich nur einen Vogel gebraucht habe. Lass mich auch mal versuchen. Ja, dann klickt mal auf das Kringelding. Das Kringelding? Das Kringelding. Du kannst auch mit den Pfeiltasten hin und her gehen oder mit der Maus. Good luck. Thank you. Das wird nix. Well? Na? Well? Okay, es wird doch. Bam! Physik, Baby! Schwein gehabt! Oh Gott! Ja. Sehr schön, jetzt kriegst du 3 Sterne. Muha! Und ein Rebellenzeichen. Muha! Oh yeah! Muha! Highscore! Yay! Yeah! So, und nächster Level. Ein Sandspeeder, wie geil! Aha. Ja, also so im Prinzip laufen die Level ab. Es wird halt immer schwieriger. Also in dem normalen Angry Birds, das ich gespielt habe, da gab es dann später noch, das wird hier wahrscheinlich auch passieren, noch unterschiedliche Vögelchen, die man schmeißen kann. Die explodieren, sich teilen, so alles Mögliche. Hey, bist du gut zu Vögeln? Sorry, der musste kommen, das wusstest du. Ja, ja. Jetzt schießt den da oben dran, damit das Schwein von dem Trümmerdings getroffen wird. Ich kann es mal versuchen, ich sehe es ja hier jetzt leider nicht. Ich glaube, ich kann auch rauszoomen.
Tasten erwischt. Ja, ich kann auch rauszoomen. Nee, der ist noch nicht kaputt. Ah, okay. Aber jetzt kriege ich den kaputt. Das gibt höchstens einen Stern. Darf ich auch nochmal versuchen? Ja, aber sicher. Aber danach gehen wir die Level einfach mal so durch. Ja, ja, klar. Wird es den Leuten zu langweilig? Ja, jetzt kapier halt. Ein Sternchen. Ja. Ein Sternchen für Alice. Ein Stern, ja. Oh Gott, bitte nicht. Ja. Also mit dem Mausrad kannst du auch rein- oder rausnehmen. Ja, ich würde versuchen, den da hinten zu treffen. Und wenn das runterfällt, geht auch der andere kaputt. Genau das so. Das war mein Plan. Bash! Sehr gut. So. Geh kaputt. Dankeschön. Du bist so gut. Ich hab meine Momente. Und nächster Level. Jetzt haben wir schon 3 Schweinchen. Ja. Und nur 3 Vögelchen. Ich hätte versucht, da hinzuballern. Ja, ich versuche mal so da drüber. Ja. Ja, passt doch perfekt. Bäh! Ja, der da oben, der fehlt noch. Ja, ist nicht ganz so gut, aber war doch okay soweit. So. Also bis jetzt für 5 Euro finde ich super, weil es ist Star Wars. Was haben die Vögel eigentlich gegen die Schweine? Ja, mit den 2 Monden. Ich weiß nicht. Okay. Das sind Schweine. Verstehe. Die Schweine! Schweine, so sagt man, sind sehr intelligente Tiere. Frag mich nicht, wer das sagt. Schweineliebhaber? Hm. Jetzt haben wir schon 4 Schweinchen. Dorthin. Dorthin? Ja, und Dollar. Dollar geht nicht. Ach, wie schade. Bisschen niedrig. Ja. Na, komm, geh kaputt, geh kaputt. Na, aber war doch schon sauber für einen Schuss. Ja, jawoll! High five! Genau das wollte ich so bauen. Genau. Ja, so. Ja, klar. Ja, 1A. Logisch. Ja, damit es aussieht wie das Rebellenzeichen. 10 Stars achieved. Was? Wir haben 10 Sterne. Oh, Bonuslevel freigeschaltet. Wie war das bei der Installation? Stand, dass die Inhalte des Spiels in Englisch sind? Nee, das steht auf der Hülle. Achso. Es steht ja auch auf Englisch. Es ist auch sehr textlastig. Ja, total. Total. Sternchen. Oh. R2. Das ist der Bonuslevel, oder? Britzel. Ah, R2 kann britzeln, wenn man nochmal klickt. Ja. Verstehe. Oh, C3PO. Zäpfchen. Ah, der fliegt auseinander. Ja, wie passt. Ja, das tut er ja im Film auch. So, okay. Gucken wir uns das mal an. So, das musst du jetzt mit R2 britzeln. Britzeln, okay. Ich britzle. Und... Yay, yeah, ihr macht das Geräusch. Und ich hab zu früh gebritzelt. Das scheint. Oh nein, was mach ich denn da? Ich fang nochmal von vorne. Ja. So. Ich schätze mal, du musst da erst ankommen und dann britzeln im Kraftfeld. Ich liebe das Geräusch. Bam! So, das hätten wir schon mal. Ja. Jetzt haben die Dinger Schwerkraft. Oh Gott. Okay. Ja, schießt da rechts drüber weg. Bisschen höher. Ich schieß jetzt mal da durch. Ey. Oh, jetzt kriege ich ihn nicht mehr kaputt. So oben drüber. Nein, hier zwischendurch. So hier, oder ja. Was? Dann wird er doch da oben... Versuch's mal. Warum? Ich wollte es mal versuchen. Hat nicht geklappt. Ich merk's. Der muss nur außerhalb von... Achso. Ja, das ist schwierig. Vielleicht sollte ich die Schwerkraft nicht kaputt machen. Wenn du es hinkriegst. Okay, das hat jetzt nicht so viel geholfen. Okay, also diesen Bonuslevel, den schnalle ich gerade noch nicht so ganz. Lass mich mal versuchen. Ja, mach du mal. Mach mal die Schwerkraft kaputt. Verdammt. Zu früh gebritzelt. Und nochmal. Och, ich weiß gar nicht, was du willst. Okay, da hat's geklappt, aber unten nicht. Runter! Nee, geht nicht. Verdammt. Weil da ja dann die Schwerkraft an ist.
Ja, und jetzt muss man irgendwie an die da hinten dran kommen. Ne? Ich krieg das nicht hin. Ja, das versuchen wir ein andermal. Ja. Eins. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind, glaube ich, im Bonuslevel, ne? Ach so, okay. Übersicht. So, also, wir müssen wieder hin. Ja. So, die haben wir alle. Genau. Und dann kommt der Bonuslevel. Genau. Gut, dann Teil 2. Sorry. Ah, Obi-Wan Ben. Kommt. Ja. Ben Kenobi. Was kann der? Er machtet nach hinten. Da, wo wir hinziehen. Ah, das ist ja cool. Er machtet in die Gegend. Ja. Boah, dann machten wir mal so rum. Okay, da drüber und dann in Richtung machten. Okay, später machten. Ja. Er hat nur eine kleine Macht. Das ist... Wow. Bash. Und jetzt noch einen und nach hinten machten. Oder nach unten. Boah, das ist cool. Ja, Obi-Wan hat's drauf. Aber ich finde es pädagogisch nicht wertvoll, dass dieses Spiel die reine Zerstörungswut propagiert. Nur fürs Protokoll. Ach, wir haben doch als Kinder auch mit Bauklötzen was aufgebaut und hinterher Godzilla gespielt und es kaputt gemacht. Ich nicht. Also ich schon. Ich nicht. Ich schon. Weißt du, was ich geil fände? Wenn ich Teil Level Editor hätte. Ja. Okay, dann müssen wir das Timing walten lassen, ne? Schieß erstmal da unten gegen, dass der Blaster weg ist. Oder so. Wow. Au. So, das war doch schon mal nicht schlecht. Ja, das war nicht übel. Und jetzt noch einen nach da hinten. Egal. Ja, hat trotzdem geklappt. Aber ich finde, es ist nicht nur einfach, dass die Grafik entsprechend draufgeklatscht wurde, sondern ich finde es schön, dass da auch halt entsprechend Spezialfähigkeiten drüber gesetzt wurden und so. Ja, es ist wirklich Star Wars. Ja. Darf ich den versuchen? Ja, versuch den nicht mal. Okay. Also wir haben jetzt nur einen Luke erstmal, ne? Ja. Oh, kaputt. Verdammt. Na, los, roll ab, oh, verdammt. Der klemmt. Aber der, ich glaube, der geht... Na, ne. Ja, kommt davon, dass ich da noch drauf geschmissen bekomme. Ja, da oben muss der jetzt, die da hinten. Und dann fallen die da unten drauf oder so. Ja, geht doch. Ja, ist ja gut, hör auf. Geschafft. Ah. Die Macht ist mit dir. Ah. Bam. Ha. 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 Oh mein Gott, oh, wie süß. Der arme Sandmann. Sandmann, lieber Sandmann. Sie lachen. Oh ja, Gott, am das Anfang, so das war auch bei dem normalen, da lachen einen, oder wenn man es nicht schafft, dann lachen einen die Schweine aus, irgendwie so. Ich würde sagen, hast du die TNT-Kiste gesehen? Ja, ich mache jetzt einfach mal. Okay, das hat nicht so gut geklappt. Nein. Da ist eine TNT-Kiste. Deswegen meine Frage, ob du die TNT-Kiste gesehen hast. Ja, da unten war ja noch eine. Bedusch. Bedusch. Geh kaputt. Bash. Sollen wir die Level jetzt einfach abwechselnd machen? Gut. Oh, jetzt haben wir ein Video. Wir haben den Teil durch. Okay. Oh. Ja. Tralala, war ich das? Sorry. Luke hat jetzt ein Laserschwert. Level up! Yay! Was kann er? Ach, wie süß.
Er ist eine Brotschneidemaschine. Er häckselt, er filetiert, er schält. Ja, in Fernhalter durch die Galaxis, da haben die doch ein Laserschwert als Brotschneider, ja, der automatisch gleich auch noch toastet. Das ist sehr cool. Okay, schauen wir mal. Ja, rauszoomen. Spielt ihr eigentlich Angry Birds? Habt ihr das schon mal gespielt? Kennt ihr das überhaupt? Oder nicht? Oder interessiert euch das gar nicht? Oder erzählt mal was dazu. Okay, das war erschreckend unerfolgreich. Ja, dann mach weiter. Ja. Schauen wir Pinnys Versagen zu. Ha ha ha. Waja! Das war doch nicht schlecht. Das war aber auch nicht wirklich gut. Ja, jetzt musst du noch den da unten schaffen. Möge die Macht mit dir sein. Das wird nichts. Ja, schneid einfach mal. Okay. Ein bisschen weiter. Oh, meinst du? Ja. Hust! Ja. Ja. Na komm, na komm! Na, das hat, warte. Jetzt zoomen wir mal ran, ob das Ding grinst. Ja, es hat auf jeden Fall. Ach, wie süß! Hör auf zu lachen, Darts! Kille. So, dann versuche ich jetzt mal einen Glück. Okay. Du hast auf jeden Fall schon mal gesehen, wie man es nicht macht. Ich finde dieses Waja irgendwie putzig. Ja, das ist jetzt fast das gleiche wie ich. Na, oh. Da fällt was. Oh, bah! Geh kaputt! Es lebt noch. Mensch! Böse Sturmtruppe. So klein und schon bei den Sturmtruppen. Ja, genau. Na komm schon! Der Benjamin Blümchen, den ihr gleich hört, ignoriert ihr einfach. Ach so, ja, musst du wieder träumen. Ja. Dann mache ich mal die nächsten Level. Ja. Oh, die schießen wieder. Und wir haben nur Lukes. Hatten wir vorhin auch, weißt du? Das war cool. Okay. Cool, du kannst das umleiten. Den Schuss. So aus. Oh, das ist ja geil. Oh, auf sowas stehe ich. Okay, jetzt muss ich diesen Penner da nur noch. Den kriegst du. Sehr hübsch. Also ich finde das Spiel sehr süß umgesetzt. Ja. Es gibt auch riesengroße Plüschtiere von Angry Birds Star Wars. Wann kommt der erste Film? Ja, wie gesagt, Verlinkung. Aber ich, es ist ja nur ein Minifilm. Ja, genau, du bist dran. Okay, rauszoomen. Okay, was haben wir hier? Okay, das war nicht ganz das, was ich im Sinn hatte, aber man wird ja bescheiden. Wahoo! Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Da hinten ist noch einer. Ja, da fehlt noch einer. Den habe ich übersehen. Schnabu! Sehr gut. Als hättest du es so geplant. Ja, habe ich auch gar nicht. Nein. Hallo, warum lachst du? Ich bin ein fröhlicher Mensch. Verstehe. Ja. Knurrst du mich an? Nein, ich schnurre. Ja. Das ist ein Obi-Wan, ne? Ja. Der Obi-Wan. Macht das. Wie mache ich denn das denn? Ich hätte gesagt, genau, und jetzt? Genau so. Geh da, warum lebt der noch? Die haben Helme auf. Ja, schon, oder? Mal gucken. Sepp. Sehr gut. Okay, jetzt muss ich nur schauen, dass ich irgendwie diesen Typ ist da hinten. Ah, ob ich das schaffe?
Ja, das wird. Sehr gut. Jawoll. Ist dir aufgefallen, dass die Schweine auch so klingen, als hätten sie eine Sturmtruppermaske auf? So ja. Verzerrt? Und die klingen auch ein bisschen wie Worms. Ja, das klingt, so klingt aber jeder, der hochgepitcht Willst wird. Willst du nochmal? Ja. Oder? Ich wäre jetzt eh dran. Ach du Schande. Okay. Was ist denn das? Ich weiß nicht. Ein goldenes Ei. Okay. Mach kaputt. Oh, das sah süß aus. Klopp. Na? Na, schade. Okay. Das ist Obi-Wan. Verdammt. Okay, das war peinlich, das war schlecht. Willst du nochmal von vorne? Ich hab noch einen Versuch. Mit dem einen. Ja, wer weiß, was das da oben da macht. Wenn du es denn mal triffst. Ach, halt doch den Bammel. Nicht wahr? Ach, verdammt. Das versuche ich gleich nochmal. Ja. Okay. Rauszoomen. Ich hab verfehlt. Immerhin ist der schon mal weg. Ja, Nervensäge. Okay, was macht Ben? Ben macht Schallwelle, Druckwelle, wie auch immer. Vielleicht ist das Goldene da oben. Ein Verdammt. Bonus-Level oder so. Ich mach noch einen letzten Versuch. Und dann will ich's versuchen. Ja, deswegen der Hinweis: letzter Versuch. Voll rein. Na, immerhin, ne? Schieß weiter, wie geil. Siehst du? Okay, jetzt musst du nur noch die Schweinchen da anmachen. Das wird ja ganz einfach. Ja. Warte, jetzt. Oh, die halten, ja. Die Schweine. Buchstäblich. Bisschen höher. Sehr gut. Nur was das da oben ist, weiß ich immer noch nicht. Ja, das versuche ich jetzt mal zu kriegen. Dann musst du nochmal neu starten. Ja, das kann ich ja danach. Ach so. Man kann ja immer wieder nochmal machen. Ja, jetzt sehe ich's. So, mal gucken. Da komme ich nicht hin. Okay, das war aber schon mal nicht schlecht. Ich will das da kaputt machen. Fällt aus, weil ich es nicht. Wegen Boden nehme. Da muss man doch hinkommen. Verdammt. Ich komme da nicht hin. Das war mir mal gar nichts. Ich glaube, du solltest den Bogen nicht so hoch machen. Aber weiter runter ist auch schlecht. Nee, so kriege ich das nicht. Das hat's ja mal nicht so gut gebracht. Nee. Komm da ums Verrecken, aber auch einfach nicht hin. Dann sollten wir es vielleicht für den Moment dabei belassen. Ja, ich fürchte auch. Lass mich es nochmal versuchen. Ja, ihr könnt uns ja derweil mal schreiben, ob wir weitermachen. Genau, sollen. Während ich hier spiele. Genau, wollt ihr das weitersehen oder habt ihr genug von Angry Birds oder... Spielt es vielleicht selber und könnt das alles viel besser als wir. Dann wollen wir das gar nicht wissen. Stimmt. Ist ja auch viel lustiger, wenn wir versagen. Das hast du sehr schön gemacht, aber an das Teil da oben kommen wir mal noch nicht. Aber warte doch mal ab. Ja. Wieso lebst du noch? Das ist hartnäckig am Kleben. Feuer!
Nö. Schade auch. Ach, ich versuche das dann mal alleine und dann erzähle ich es euch. Ja. Oder auch nicht, weil wir gemein sind. Also, sagt uns, wie ihr das findet. Sollen wir weitermachen oder nicht? Wollt ihr diesen Level sehen? Also ich will ihn jetzt sehen, der sieht lustig aus. Komm, den einen noch. Na gut. Wenn Spiele süchtig machen. Geh kaputt. Ich kann jederzeit aufhören. Dash. Alter. Respekt. Oh, da steht noch einer. Ja, da unten. In dieser kleinen, versteckten Ecke. Da bin ich nicht dran gekommen. So versuch, ihn hier gegen zu feuern und dann durch die Wand. Ah, meinst du, das macht es dann nicht? Ja, versuch mal. Nee, es macht es nicht. Du warst auch zu weit weg. Okay, das war nicht so effektiv. Ja, so kriege ich ihn auf jeden Fall kaputt. Nur die anderen nicht. Da müsste ich jetzt nochmal machten können. Ja. Wie hatte ich das jetzt gemacht? So hoch, ne? Ja. Ich bin ein Sportwagen. Nein, der hätte jetzt noch ein bisschen höher fliegen ja. müssen. Naja, so klappt's ja auch. Das ist ein bisschen wie Peggle. Oder Zuma, das ist auch sehr suchtfaktorig. Ja, aber genug der Sucht. Wie Alice schon sagte, was haltet ihr davon? Sollen wir es weiterspielen? Sollen wir es lassen? Wer sind wir überhaupt, dass wir so einen Scheiß fragen? Sagt uns eure Meinung. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Adieu. Möge die Macht mit euch sein. Ahu.